Ihr wollt wissen, wie es mit der Bahnstrecke weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ich war so frei. Wir standen beim letzten Mal ungefähr hier. Wir hatten die Kurve, glaube ich, gerade fertig. Und ich habe schon mal ein bisschen weiter gebaut. Bis da vorne, damit wir den Sumpf hinter uns lassen können. Aber ich habe gesagt, wir holen uns die Schnecksche. Ich habe gesehen, da ist auch noch eine Schnecksche. Ich glaube, da oben ist auch noch eine Schnecksche. So. Genug mit falschen Akzenten. Das machen wir auch direkt. Und Gott sei Dank, Viecher sind ja alle harmlos. Ja, mecker nicht, ist meine Schnecke. So. Wir einmal eine Runde baden gehen. So, und dann ziehen wir den ganzen Spaß hier. Ne? Also wie ihr seht, ich habe doch immer das Bauxit mitgenommen, weil das ist blöd. Ich muss jedes Mal gucken, dass ich in der Mitte noch zwischenhangel. Aber das habt ihr, glaube ich, beim letzten Mal. Habe ich das beim letzten Mal schon gezeigt? Ich glaube schon, ja. Ja, habe ich. Oh Mann. So, jetzt holen wir uns erst die rote Schnecke. Die war irgendwo. Violette, Entschuldigung. Die war irgendwo hier so. Moment. Oder ich habe mich verguckt. Das könnte auch sein. War das vielleicht. Moment hier. Oh, wir könnten hier Thermalkraftwerke bauen. Das ist ein Plan, was wir sowieso vorhaben hier. Genau. Sag mal, Schnecke! Hallo? Blätter und so ein Zeug kann ich aufsammeln. Ich habe auch eine gelbe Schnecke, mindestens zwei sogar, im Inventar, aber die will nicht. Okay. Diese Schnecke ist verbuggt. Ich kann sogar die anderen Thermalkraftwerke von hier aus noch sehen. Hatte ich nicht hier eine. Nehmen wir auch die Karte. Okay, hier sind drei Stück, die man hier hinsetzen könnte. Normal, 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 rein. Nicht fallen. Aber wo hatte ich denn eine Schnecke gesehen? Wo sind unsere Schienen? Da Schienen. Auf die Schienen oder von den Schienen aus könnte ich sie sehen. Oder habe ich zumindest gemeint, dass ich sie sehe. Und was das da hinten für eine komische Skulptur ist, wahrscheinlich einfach nur. Das sieht schon komisch aus, aber ich glaube, da waren wir schon mal und haben uns schon mal drüber gewundert. So, ich habe hier reingeguckt und ich könnte schwören, dass das da eine Schnecke ist. Also wenn das keine Schnecke ist, der Baum, den, wie kann ich das jetzt ein bisschen genauer eingrenzen? Da geht dieser Weg hoch. Okay. Der Mast, der Weg hoch. Wir fliegen hier rüber. An dem Spazier vorbei. Ja, Ricky. Dann hier. Der Weg hoch. Und da ist er doch. Da. Unsere violette Schnecke. Was brauchen wir nochmal für so ein. Ja, du da hinten. Strom. Geothermie. Das Spiel. Wir empfehlen uns Gummi und diese Highspeed-Anschlüsse.
Dann würde bedeuten, ich muss wieder zurückfahren. Aber wir merken uns das mal, dass wir die hier haben. Nie im Leben merken wir uns das. Aber die Idee ist gut. Das heißt, wir können da auf jeden Fall hingehen und uns nochmal ein bisschen Strom holen. Wir brauchen ungefähr, ich habe die Miner jetzt nicht mit in der Rechnung drin, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es waren für alles in einem 17,7, 18 sowas Megawatt, also 17.000 Megawattstunden, also Gigawattstunden sind wir schon. Nein, Gigawatt, so, nicht Stunden. Mann, zu viel E-Auto gefahren. Gerade war ich an einem Posten dran. Warum konnte ich nicht da bleiben? Da vorne sind ja welche. Gucken wir gleich mal rein, wie viel Kapazität wir denn noch nach oben hin haben. Theoretisch müsste das reichen, aber warum sollen wir nicht das mitnehmen, ne? Wenn wir das können? So. Wie man sieht, geht da ein bisschen berghoch. Also sitze ich diesmal nicht unten an, sondern ich setze oben an. Ich sag mal 10 Stück. Und jetzt nutzen wir doch direkt hier diese Möglichkeit. Okay, selbst wenn es mal ganz beschissen läuft, haben wir ja mehr als genug. Entschuldigt diesen Ausdruck. So. Was ist das? Wir hätten da Häufchen gemacht. Ich würde jetzt gerne hinfliegen, aber im Moment ist Autosave, geht nicht. What? Wie machen wir das denn jetzt eigentlich hier? Können wir darüber mal nachdenken. Ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so schlecht. Wir wollen darüber. Der Optimalfall wäre natürlich gewesen. Sieht doch aus. Was haben sie denn hier hingesetzt? Das habe ich ja noch nie gesehen und ich bin hier definitiv vorbeigeflogen. Aber, also entweder will hier einer Schlangen beschwören, oder aber, da hat jemand Häufchen gemacht. Könnte natürlich auch ein Wespennest sein, aber man weiß es nicht. Wahnsinn. So, wir haben das hier. Wir sind unserer Frage immer noch nicht näher. Wenn ich das jetzt noch... Okay, wenn ich die... Also das wäre maximal, was ich hinkriegen würde. Also so. Wenn ich jetzt aber stattdessen einfach hier auf den gehe und einmal, ich sag mal, mal höher her, 2 hoch gehe. Das könnte doch reichen, oder? Wir probieren das einfach aus, fliegen ein bisschen weiter weg. Ist natürlich doof, dass wir hier ausgerechnet den Faden dann durch haben, aber das ist, glaube ich, am Ende auch nicht so schlimm. Gucken wir mal. Wie haben wir das? Oh, mal. Oh, das passt sogar gut. So. Dann können wir jetzt nämlich von hier aus Bahnstrecke ist zu steil. Ungünstig. Mehr als ungünstig. Ich liebe das Blueprint-System, aber was ich nicht liebe, ist, wenn man sich einmal verbaut hat. Versuch mal Folgendes. Nein, den Spaß einen tiefer. Aber dann wissen wir, was unsere Maximalerhöhung ist. Also wir können ziemlich genau einen drüber gehen. Aber das wird sogar reichen. Perfekt. So, jetzt gehen wir von hier aus. Den nehmen wir weg. Und wir gehen dorthin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da brauche ich keinen
draufsetzen. Falsch. Wir brauchen das hier. In dem Fall können wir mal. Ich sag mal, bis hier so hingehen. Nehmen das alles weg. Da dran. Gehen wir ein bisschen tiefer. Nehmen diese Spitze hier raus. Und haben das da hinten dran. Perfekt. So. Und jetzt gehen wir wieder dahin. Nehmen uns die Kollegen. Bam, bam. Drei sind zu viel. Nehmen uns den Kollegen. Und haben die nächste Chance. So. Und schon können wir mit dem Zug hier hoch. Und so wie das aussieht, kommen wir mit dem auch ziemlich genau durch diese Lücke hindurch. In das nächste Biom rein. Gas, 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 Gas. Andere Richtung. Vollgas. Ja. Das hätte ich so nicht machen sollen. Oh, gib Gas da. Ja, jetzt bleibst du stehen. Gott sei Dank. Nicht zurückfallen. Wenn wir hier drüber laufen. Also, wir kommen so ins nächste Biom. Ach, das ist für diese Blümchen da. Kann man die eigentlich wegspringen? Ihr seid mir im Weg. Komm an. Okay. Kommen da ins nächste Biom. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie wir da mit dem Weg weiter vorgehen. Also hier durch ist natürlich klar. Und dann hatte ich ja gesagt, wir wollen ja in die Richtung. Das heißt, wir müssen hier direkt hier hinter eine Kurve machen, die Rampe hoch. Und dann ist das ja einfach nur noch quasi geradeaus, bis wir da sind. Ich habe auch keine Ahnung, ob das hier eine schöne ebene Fläche ist. Es sieht halt, naja, es ist ein bisschen wellig, aber wahrscheinlich werden wir da eine schöne Platte hinkriegen und dann ist gut. Dann machen wir nochmal weiter. Vorne noch raus. Genau vor dem Baum. Wir setzen dort den Kollegen auf. Ist auch richtig rum. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob er noch richtig rum ist. Doch, dürfte. Das ist immer so schwer zu erkennen, was jetzt mittig ist, aber ist es. Das ist auch wichtig. Super. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 6, ich sag mal hier. Machen wir hier oder hier? Gehst du weg? Da geht weg. Da ging zu viel weg. Nicht schön.
Und wir können unsere Schiene weiterziehen. Wunderbar. Das Gefühl, dass... Nein. Die sieht halt immer so ein bisschen gebogen aus, aber... Naja, solange man den Bogen nicht überspannt. Oh Mann. Ja, schlechte Witze kann ich gut. So. Jetzt können wir hier gucken. Also, das ist unser Bogen, den wir fahren müssen. Wie mache ich den jetzt am besten? Also, erstmal, wir schnappen uns wieder unsere Platte hier. Gehen damit mal 6 raus. Und dort am Ende setzen wir 45 Grad. Da drauf und unsere Blaupause. Dann ziehen wir von. Also können wir das hier schon mal wegmachen. Und ziehen von da hinten aus. Bist du? Sag mal. Ja, hier rüber. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wir packen irgendwo hier mitten rein. Einen drauf. Sagen. Hier, hallo. Bis dahin. 1, 2. Ach, verdammte Kacke. Dann gedacht, das zu drehen, aber falsch umgedreht. Wir machen das anders. Schiene rüber. Eine zu scharfe Kurve. Können ja ein bisschen improvisieren. Das passt. Jetzt wird hier improvisiert, nämlich wir nehmen das raus, das raus, das raus. Dann geht dieses Band in die Richtung. Dieses Band in die Richtung, dieses Band in die Richtung. Du kommst an, gehst da drauf. Wunderbar. So, alles genug am. Ist vorbei. Okay, merke, also. Das war eine schlechte Ausrichtung. Macht aber nichts. Ist dieser Strahl jetzt eigentlich da, wo wir hin wollen? Sieht so aus, ne? Weil der andere müsste dahin sein. Ist komisch, dass der nicht in Rot ist, weil, ne, das ist knallrot. So. Gut. Jetzt müssen wir da wieder den Berg hoch. Jetzt mal können wir. Hier ein Stück zurücklaufen und uns
Dann wieder Pfosten setzen. Also das Problem bei der Art und Weise, das zu machen, ist einfach, es dauert quasi ewig. Aber wir sind schon ein ganz schönes Stück vorangekommen, von daher halb so wild. Stimmt. Ich sage, gehen wir jetzt einen geradeaus und dann machen wir wieder so ein 45 Grad Ding. Und dann vielleicht ein besser. Bums. 12, 13, 14. Blaupause, Kollege. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Dann nehmen wir den da wieder kurz. Jetzt haben wir gesagt, wieder 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann wollen wir Logistik. Du kommst her. Gehst. Da drauf. Ist dann. Du gehst weg. Und da unten. Okay. So. Und da drunter. Oh, danke. Zack. Fertig. Und weiter geht's mit Maschine. Und noch Maschine. Zurück. Sehr schön. Es wäre eigentlich gut, wenn wir schon in der Nacht, meine Fresse, nee, wenn wir da rumgehen und aber auch direkt einen höher. Also, wir schnappen uns jetzt das hier. Ziehen den. Einen weiter raus. Noch einen weiter raus. Also. Es fehlt Beton. Da rein, da rein. Auch mal da reinsetzen. Ich werde die eigentlich auch mal umwandeln. Dann haben wir, sparen wir uns auf jeden Fall Platz. So. Wir wollen ich da um 3 rüber, 4 rüber. Machen wir mal so. Gehen wir mal weg. So. Schon mal die erste Steigung. Das ist jetzt so Stück für Stück müssen wir da hochkommen. Vielleicht müssen wir auch kurzer Stück nehmen. Das werden wir dann sehen. So. Einmal da drauf, bitte. Danke.
So. So, machen wir zuerst die Schiene. Ja, geht ein bisschen hoch. Ja. Jetzt müssen wir den Spaß noch darüber kriegen. Dafür brauchen wir Quatsch. Hier. Auch falsch. Da richtig. Jetzt mal so ein Stückchen nur. Ich habe es nicht. Das ist manchmal so faszinierend. Ich höre das immer, aber ich sehe. Dann da vorne übrigens noch eine gelbe, da haben wir noch eine blaue. Ich weiß nicht, sollen wir die mitnehmen? So viele brauchen wir gar nicht, aber. Nee, wir lassen sie erstmal liegen. Sieht hier richtig mies aus, aber. Besseres fällt mir gerade nicht ein. So, oh, wir haben da noch eine ganze Menge wegzubauen. Das Zeug da runter. Säule. Die können wir also direkt da machen. Das machen wir aber ein bisschen anders. Da kommt die Säule drunter. Wie sieht denn da unten aus? Hier dicht ist. Ja, wenn wir jetzt hier unten sind, können wir es auch mitnehmen. Ja. Sprach er leichtgläubig und bemerkte nicht, dass er da nicht drauf ist. Das sieht nicht cool aus. Mal gucken mal. Ich bin jetzt hier oben Strom. Ah, also. Sehr gut. Jetzt noch darum. Okay. Damit sind wir hier. Und ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Die Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Äffchen?
Tschüss.